Firmenfitness. Drei Konzepte für fitte Mitarbeiter. Du willst fitte und gesunde Mitarbeiter in deinem Unternehmen haben? Dann bist du hier genau richtig. Wir haben für dich dazu drei super Firmenfitnesskonzepte, wie du es schaffst. Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video bei Corpus Motum. Es ist wieder der erste Donnerstag im Monat und das bedeutet, dass es ein neues Video zur betrieblichen Gesundheitsförderung gibt. Mein Name ist Tobias Huntinger und wir starten nun direkt in unser Firmenfitness-Video hinein. Firmenfitness, 12 Vorteile. Dir fehlen vielleicht noch ein paar Argumente für deinen Chef, damit du genug Budget für deine Firmenfitnessprojekte zur Verfügung gestellt bekommst, beziehungsweise du bist selbst der Entscheidungsträger und möchtest deine Entscheidung noch einmal untermauern, warum eine Investition in die Firmenfitness so wichtig ist? Dann haben wir jetzt noch einmal 12 positive Auswirkungen von Firmenfitness für dich. Wenn du dir lieber gleich die konkreten Maßnahmen ansehen möchtest, findest du in den Kommentaren den Zeitstempel dazu. Und nun zu den 12 Vorteilen. Erstens, gesunde und leistungsfähige Mitarbeiter. Das wichtigste Gut eines jeden Unternehmens sind die Mitarbeiter. Diese machen den Unterschied zwischen Erfolg und Nichterfolg. Lange Krankenstände und hohe Fehlquoten verträgt kein Unternehmen auf Dauer. Sind die Mitarbeiter nicht fit, wird auf kurze oder lange Sicht das Unternehmen krank. Gesunde und leistungsfähige Mitarbeiter sind der Grundbaustein für den Unternehmenserfolg. Zweitens, weniger Krankenstände. Laut Studien in der betrieblichen Gesundheitsförderung können Fehlzeiten mit Gesundheitsmaßnahmen um 25% reduziert werden. Fitte Mitarbeiter haben ein besseres Immunsystem und sind für Krankheiten weniger anfällig. Drittens, mehr Konzentration. Sport macht die Mitarbeiter konzentrierter. Wenn du schon einmal eine Sporteinheit am Morgen gemacht hast, wirst du aus deinen Erfahrungen wissen, wie frisch man sich danach fühlt. Im Arbeitstag ist man dann viel konzentrierter und aufnahmefähiger. Wenn deine Mitarbeiter sich also schon am Morgen bewegen, profitiert deine Firma direkt davon. Viertens, Ausgleich zur Arbeit. Bewegung ist ein super Ausgleich. Man kann die Eindrücke des Arbeitstages verarbeiten, seine Gedanken ordnen und der Stress reduziert sich. In Gesprächen mit sehr sportaffinen Menschen fällt oft der Satz, dass sie ohne Sport nie ihre Leistung bringen könnten. Das ist nur eine von vielen positiven Auswirkungen von Sport. Fünftens, Kreislauf in Schwung bringen während der Arbeit. 8 Stunden durchgehend im Büro, man sitzt den ganzen Tag und fühlt sich irgendwann nicht mehr leistungsfähig. Kleine Bewegungspausen können den Kreislauf super in Schwung bringen und versorgen deine Mitarbeiter mit einem Aufwand von nur wenigen Minuten mit sehr viel Energie. Sechstens, Win-Win-Situation für Unternehmen und Mitarbeiter. Firmenfitness ist eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten. Das Unternehmen, die Mitarbeiter und sogar die ganze Gesellschaft profitiert davon. Dein Unternehmen kann sich über gesunde Mitarbeiter freuen, jeder einzelne Mitarbeiter wird die neu gewonnene Fitness nicht mehr missen wollen und die Gesellschaft profitiert durch reduzierte Kosten der Krankenkassen, von denen jeder wiederum indirekt betroffen ist. Siebtens, Vorbeugen von Volksleiden. Die Arbeitswelt und Lebensweise hat sich in den letzten Jahrzehnten dramatisch verändert. Übergewicht, Diabetes, Bewegungsmangel. 3 von vielen Volksleiden. Auf diese 3 Bereiche hat ein Unternehmen direkten Einfluss und kann sehr viel bewegen. Achtens, Rückenschmerzen. Neben den 3 aufgezählten Volksleiden plagen Rückenschmerzen vom oft starren und einseitigen Arbeitsalltag immer mehr Leute. Mit gezielten Kräftigungs- und Mobilisationsübungen können diese jedoch in vielen Fällen einfach vorgebeugt und gelindert werden. Zu diesem Punkt haben wir für dich eine ganz besondere Möglichkeit aufbereitet, wie du mit einem Firmenfitnesskonzept zum Beispiel Rückenschmerzen im Büro super vorbeugen kannst. Dazu später noch mehr. Neuntens, bessere Laune. Bewegung sorgt für gute Laune. Der Körper schüttet Glückshormone aus und die Stimmung verbessert sich dadurch. Vor allem für Mitarbeiter mit viel Kundenkontakt ist dieser Umstand ein super Argument, warum Firmenfitness für alle Beteiligten so wichtig ist. Eine gute Stimmung im Kundensupport hat schon viele Konfliktsituationen bereinigt, bevor sie entstanden sind. Zehntens, fitter im Alltag. Durch Sporteinheiten und mehr Bewegung fühlen sich die Mitarbeiter fitter und leistungsfähiger im Alltag. Ein netter Nebeneffekt könnte außerdem die Reduktion des Körpergewichts sein. Elftens, aktiver Start in den Tag. Von Schulen kennt man die viel diskutierte Turnstunde am Morgen. In manchen Schulen setzt man diese Maßnahme einfach um in der Praxis die Auswirkungen zu analysieren. Und die Ergebnisse? Diese waren einfach überwältigend. Die Schüler waren viel fitter und wacher und konnten den Lernstoff viel besser aufnehmen. Mit dem Rad zur Arbeit fahren oder eine kurze Morgenaktivierungseinheit macht wacher als jeder Kaffee. Zwölftens, Stärkung der Arbeitgebermarke. Durch ein durchdachtes Firmenfitnesskonzept kannst du dich in deiner Region sehr gut als Arbeitgeber, dem das Wohlergehen seiner Mitarbeiter wichtig ist, positionieren.
Vor allem, wenn man sehr gute Mitarbeiter für das Unternehmen gewinnen will, ist dieser Umstand ein großer Pluspunkt für die potenziellen neuen Mitarbeiter. Also, du kennst nun ein Dutzend Vorteile, warum du unbedingt deine Mitarbeiter bei einer gesunden Lebensweise unterstützen solltest. Nun starten wir konkret in die Umsetzung mit möglichen Firmenfitnesskonzepten. Wenn du gerne Tipps zu den einzelnen Maßnahmen in den Konzepten hättest, kannst du dir vorher den verlinkten Blogartikel in der Infobox ansehen. Drei Konzepte, um deine Mitarbeiter fit zu machen. Nur ein Fitnessstudio aber zu bezahlen, ist in der Firmenfitness zu wenig. Es kann ein Baustein im Firmenfitnesskonzept sein, erst die Kombination von verschiedenen Maßnahmen bringt für dich jedoch den maximalen Erfolg. Erstelle nach einer ausgiebigen Analyse ein Maßnahmenbündel, das deine Mitarbeiter zu 100% anspricht. Wie darauf basierend Firmenfitnesskonzepte aussehen könnten, sehen wir uns jetzt an. Konzept 1 – Sportlichkeit erhöhen. Bei diesem Konzept steht die allgemeine Sportlichkeit in deinem Unternehmen im Vordergrund. Kombiniert mit dem Thema Ernährung hilft dieses Maßnahmenpaket den Mitarbeitern auch dabei abzunehmen. Die kombinierten Einzelmaßnahmen sind dabei ein Fitnessstudio-Abo, der Firmenlauf und ein Ernährungspaket. Wie gerade erwähnt, greift eine einzelne Maßnahme wie ein Fitnessstudio-Abo zu kurz. In der Kombination mit einem Firmenlauf sieht es jedoch schon wieder ganz anders aus. Durch den Firmenlauf bekommen die Mitarbeiter ein Ziel, auf das sie hinarbeiten können. So steigt die Wahrscheinlichkeit um ein Vielfaches, dass sie die Angebote im Fitnessstudio wirklich nutzen. Unterstütze die Mitarbeiter dabei zusätzlich noch mit Trainingsplänen, damit jeder weiß, was er oder sie zu tun hat. Der letzte wichtige Baustein in diesem Konzept ist das Thema Ernährung. Ein gesunder Lebensstil zeichnet sich durch viel Bewegung und eine gute Ernährung aus. Kommt einer dieser beiden Bereiche zu kurz, hat dies gesundheitliche Auswirkungen. Auch wenn sich die Mitarbeiter durch die ersten beiden Maßnahmen noch so viel bewegen, wenn sie während dem Tag 5 Tafeln Schokolade und 3 Burger essen, haben die ersten beiden Maßnahmen nur geringe Effekte. Deswegen ist der dritte Baustein so wichtig, um das ganze Firmenfitnesskonzept abzurunden. Nur durch alle drei Bestandteile garantiert das Konzept, ein Erfolg zu werden. Mögliche Varianten für die Ernährung wären beispielsweise Einkaufsschulungen, gesundes Kantinenessen, Vorträge, Kochkurse oder Workshops. Konzept 2 – Bewegung in der Arbeit. Das zweite Fitnesskonzept hilft, den Berufsalltag für mehr Bewegung zu nutzen. Unsere kombinierten Einzelmaßnahmen sind Bürofitnesseinheiten, die bewegte Pause und die Aktion mit dem Rad zur Arbeit. Mit diesem Maßnahmenpaket erreichst du mit einem relativ geringen Zeitaufwand große Veränderungen. Die erste Maßnahme spricht alle Büroangestellten an. Mit einfachen Übungen können die typischen Büroprobleme wie Rückenschmerzen vorgebeugt werden. Mit 5 Minuten am Tag, die jeder für sich selbst oder zusammen mit ein paar Kollegen direkt am Büroarbeitsplatz investiert, sind tolle Ergebnisse zu erreichen. Viele Übungen direkt fürs Büro findest du übrigens auf unserem YouTube-Kanal. Um auch die gemeinsame Bewegung zu fördern, gibt es mehrmals in der Woche oder einmal täglich eine bewegte Pause. Je nach deinen Gegebenheiten kannst du die bewegte Pause am Vormittag, vor dem Mittagessen oder gleich als Morgeneinheit anbieten. Wann und wie oft du die bewegte Pause veranstaltest, hängt von den Arbeitszeitmodellen deiner Mitarbeiter und der Firmengröße ab. Zusätzlich kannst du Mitarbeiter belohnen, die regelmäßig teilnehmen. Beim Start der beiden Maßnahmen kannst du dir von einem externen Dienstleister helfen lassen. Er bringt mit dir gemeinsam sowohl die Bürofitness als auch die bewegten Pausen ins Rollen. Wenn du eine kleine Firma bist, kannst du für die Zukunft andenken, dass ein Mitarbeiter die bewegten Pausen übernehmen sollte. Manchmal gibt es von den Krankenkassen sogar eigene Ausbildungen zu diesem Thema. Zusätzlich kannst du einen bewegten Arbeitsweg fördern, damit die Mitarbeiter morgen schon frisch ins Büro kommen. Das ist nicht nur gut für die Umwelt, sondern auch für die Gesundheit und natürlich deinen Unternehmenserfolg. Durch die Kombination der drei Maßnahmen trimmst du dein ganzes Unternehmen auf mehr Bewegung. Setzt du alle Maßnahmen gut und mit professioneller Hilfe um, geht das Thema mehr Bewegung in deine Unternehmens-DNA über. Das dritte Konzept – Sport im Alltag. Mit diesem Firmenfitnesskonzept kannst du vor allem Arbeitnehmer ab 35 ansprechen. Dieses Mal kombinieren wir die Maßnahmen Schritte-Challenge, Treppe statt Lifte und Nordic Walking. Das erste Konzept sprach eher eine jüngere Zielgruppe an. Mit dem zweiten kannst du wirklich dein gesamtes Unternehmen abdecken. Und mit dem dritten Konzept unterstützt du Arbeitnehmer ab ca. 35 ideal. Dieses Maßnahmenpaket beginnt mit der Schritte-Challenge. Deine Mitarbeiter können sich so gegenseitig in Teams herausfordern, wer mehr Schritte zurücklegt. Bereits mit nur 3000 Schritten mehr pro Tag verbrennt man jede Woche zusätzlich über 1000 Kalorien und legt in einem Jahr über 1 Million zusätzliche Schritte zurück. Der Durchschnittsdeutsche geht am Tag übrigens 5200 Schritte, in Österreich sind es 5350.
Um deine Mitarbeiter bei ihrem Ziel von zum Beispiel 8000 Schritten ideal unterstützen zu können, gibt es in diesem Firmenfitnesskonzept noch zwei weitere Maßnahmen. Neben einem bewegten Arbeitsweg kannst du deinen Mitarbeitern durch die Aktion Treppe statt Lift helfen. Ab diesem Zeitpunkt wirst du merken, welche mächtigen Auswirkungen eine sinnvolle Kombination der Maßnahmen hat. Auf einmal haben die Mitarbeiter eine große Motivation, zusätzliche Schritte zu sammeln. So verstärken sich die Maßnahmen gegenseitig. Die Mitarbeiter haben also ein Ziel, und zwar beispielsweise 8000 Schritte, und durch dein Leitsystem bei den Treppen unterstützt du sie dabei. Nur als Einzelmaßnahme durchgeführt, kann es sein, dass die Mitarbeiter die Aktion Treppen statt Lifte als störend empfinden. Dadurch, dass sie jetzt jedoch ein Ziel haben, fühlen sie sich von dir unterstützt. Tipps zum Leitsystem findest du übrigens bei der zweiten Einzelmaßnahme im verlinkten Blogartikel. Nordic Walking rundet das Gesundheitsprogramm ab. Ab einem gewissen Alter, und das ist oft früher als man denkt, ist Nordic Walking die viel sinnvollere Alternative zu laufen. Durch einen Nordic Walking Basic Kurs zeigst du deinen Mitarbeitern die richtige Technik. Außerdem kannst du sie beim Materialkauf unterstützen und deinen Hersteller bzw. Händler direkt zu dir in die Firma einladen, um für die Mitarbeiter kurze Wege zu schaffen. Durch die Schritte-Challenge haben die Mitarbeiter eine ordentliche Motivation, Nordic Walking auszuprobieren und auch in ihren Alltag einzubauen. Das gibt nämlich ordentlich Schritte. Auch beim letzten Konzept siehst du, wie sich die Maßnahmen gegenseitig positiv beeinflussen. Welche Ziele verfolgst du? Stell dir dein eigenes individuelles Konzept genau angepasst auf dein Unternehmen zusammen. Als letzten Teil im Video kommen wir noch zu einer spannenden Frage. Ist Firmenfitness steuerlich absetzbar? Starten wir gleich mit den Rahmenbedingungen in Deutschland. In Deutschland sind pro Jahr und Arbeitnehmer 500 Euro steuer- und sozialversicherungsfrei. Dieser Betrag kann unter gewissen Voraussetzungen für alle Maßnahmen in der betrieblichen Gesundheitsförderung verwendet werden. Neben den Maßnahmen in den Bereichen Bewegung und Ernährung betrifft das auch die Themen Entspannung oder Stress. Laut der Umsetzungshilfe des GKV-Spitzenverbandes sollen die Maßnahmen folgende Punkte erfüllen. Die Teilnehmer sollen befähigt und motiviert werden, nach Abschluss der Maßnahme das erworbene Wissen bzw. die erworbenen Fertigkeiten selbstständig anzuwenden und fortzuführen, sowie in ihren beruflichen Alltag zu integrieren. Auch Maßnahmen ohne zeitliche Befristigung können unter die Steuerbefreiung fallen. Darin enthalten sind also alle vorgestellten Maßnahmen bis auf den Zuschuss zum Fitnessstudio-Abo. Für den Arbeitnehmer stellt es eine geldwerte Zusatzleistung dar, deswegen muss dieser Betrag versteuert werden. Steuerliche Absetzbarkeit in Österreich. Der österreichische Staat ist bei der Besteuerung von Gesundheitsmaßnahmen sogar noch ein wenig großzügiger. In Österreich gibt es pro Arbeitnehmer keine Obergrenze und alle Maßnahmen, die vom Leistungsangebot der gesetzlichen Krankenkassen umfasst sind, sind steuer- und sozialversicherungsfrei. Dies ist dann der Fall, wenn die Maßnahmen diese vier Kriterien erfüllen. Erstens, zielgerichtet. Die Maßnahmen müssen ein konkretes Ziel verfolgen, zum Beispiel Stärkung der Rückmuskulatur, Rauchentwöhnung oder Übergewicht reduzieren. Zweitens, wirkungsorientiert. Die Wirkung der Maßnahmen müssen wissenschaftlich belegt sein. Drittens, Qualifizierung des Anbieters. Der Anbieter muss zur Ausübung der Maßnahmen qualifiziert sein, zum Beispiel als Arzt, Physiotherapeut, Ernährungswissenschaftler und so weiter. Viertens, allgemeine Zugänglichkeit. Die Maßnahmen müssen allen Arbeitnehmern oder einer bestimmten Gruppe zugänglich sein, zum Beispiel allen Produktions-, Außendienst- oder Büromitarbeitern. Auch in Österreich sind Fitnessstudio-Abos von der Regelung ausgenommen und der Staat wertet den Zuschuss als geldwerte Leistung, die der Arbeitnehmer versteuern muss. Das ist quasi dasselbe wie bei einem Dienstwagen mit Privatnutzungsanteil. Die einzige Möglichkeit, den Besuch im Fitnessstudio zu fördern, wäre selbst ein betriebseigenes Fitnessstudio für die Mitarbeiter einzurichten. Dies kann dann wieder steuerlich voll abgesetzt werden und kein Mitarbeiter muss den erhaltenen Zusatznutzen extra versteuern. Heute hast du also einen Einblick in den Bereich der Firmenfitness bekommen. Wie findest du die vorgestellten Konzepte? Machen für dich diese durchdachten Maßnahmenbündel noch mehr Sinn als wahllose Einzelmaßnahmen? Wenn dir das Video übrigens gefallen hat, dann gib dem Video einen Daumen nach oben. Deine Themenwünsche oder Fragen kannst du außerdem gerne in die Kommentare schreiben. Wir sehen uns dann beim nächsten Video und wünschen dir in der Zwischenzeit alles Gute und sehr viel Erfolg in der betrieblichen Gesundheitsförderung.